So, liebe Leute, welcome back. Nächster Spieltag steht an gegen FSV Mainz, der Karnevalsverein vom Allerfeinsten. Dann schauen wir doch mal, ist ja bald wieder Karneval. Mensch, da freue ich mich schon. In manchen Kreisen heißt es auch Fasching. Hauptsache verkleiden und Abrisspartys vom Allerfeinsten. Also, gucken wir doch mal. Heute geht es um mehr als nur 3 Punkte. Könnte man sagen, wenn man selbstbewusst wäre. Wir sind auf Platz 11, Mainz auf Platz 14. Schauen wir doch mal, die Fans sollten mehr als 4 Tore sehen. Naja, das ist jetzt echt nicht, die haben Angst vor euch. Nee. Sieger vom Platz. Heute geht es um mehr als nur 3 Punkte. Probieren wir es mal. Ist ja machbar, Mainz. Also, los geht's. Wir müssen ja langsam so ein bisschen das Desaster rund um Chimao abschütteln. Es geht halt nicht anders, ne? Was soll man machen? Oder man würde nochmal nachlegen, wenn man jetzt ein großer Verein wäre, wie Bayern oder wie Alse, wie sie alle heißen in der Bundesliga, könnte man vielleicht nochmal qualitativ nachlegen auf der Position im Winter. Aber das ist bei uns ja natürlich nicht möglich. Ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt, finde ich gar nicht so verkehrt. Wir schauen mal einfach, dass wir trotzdem solide hier weitermachen mit Kazetis wie im letzten Jahr. Ihm würde es freuen, er kriegt wieder mehr Einsätze. Das steht fest. So viele Einsätze waren für ihn nicht vorgesehen dieses Jahr. Aber ja, durch die Verletzung, ne, rückt er wieder in die Startelf im zentralen Mittelfeld. Und wir hoffen uns einfach mal, dass er da auch das zeigen kann, ne, was wir uns von ihm erwarten. Also, Ecke von links, Trouet macht das. Bunga steht Richtung Torgewand, will den Ball Volley klären und schießt sich selbst gegen den Kopf. Der Abpraller streicht nur um Zentimeter am eigenen Tor vorbei. Ich mache wirklich bald ein T-Shirt, ne? Um Zentimeter am Tor vorbei. Ohne Scheiß. Das ist ein Slogan vom Allerfeinsten. Mats Möller-Deli hier mit einer 5,0 nach der gelben Karte. Gerade mal eine halbe Stunde gespielt, wollte ich sagen. Aber dabei ist schon eine halbe Stunde rum. Also es geht richtig zügig hier. Wenig Chancen von beiden Seiten. Also da muss mehr passieren. Ich würde sagen, Konzentration, Jungs. Ja. Problem, er ist selbst schon verwarnt und sieht gelb-rot wegen unsportlichen Verhaltens. Na klasse! Also sowas. Wie willst du sowas kompensieren, ne? Wie willst du so eine Situation dann kompensieren? Das ist wirklich unfassbar. In so einer sportlichen Situation, wie wir gerade sind, dann auch so ein blöder Platzverweis. Zum Glück haben wir ja zwei Stürmer aufgestellt. So können wir jetzt einen Stürmer. Muss dann leider weichen. Ich tippe dann auf Pedersen, weil Aktogan einfach zuletzt zu häufig getroffen hat. Das könnte man keinem verkaufen, warum man dann Aktogan rausnimmt, ne? Ganz klar, von daher muss Pedersen weichen. Pedersen spielt mit Kazetis einen Doppelpass. Die Defensive, der Gastgeber schaut zu. Der Routine flankt dann von links an den zweiten Pfosten, wo Aktogan in die lange Ecke einköpft. 1-0 in Unterzahl. Alter! Trouet mit einer 1,5 sehe ich, Riedmüller mit einer 1,0. Und ich sage eben noch, ganz klar, wenn du jemanden rausnehmen musst, dann ist es eben Pedersen. Der war aber daran beteiligt hier. Pedersen spielt zu Kazetis einen Doppelpass. Die Defensive, der Gastgeber schaut zu und der erfahrene Routine flankt dann von links rein. Also, herrlich. Vielen Dank, Pedersen, für diese kleine Vorstellung. Leider müssen wir ihn aber rausnehmen. Beziehungsweise wir werden ihn mal da postieren auf die Position. Aktogan rückt ins Zentrum und dann kommt auf die Seite Brinkmann. Schön, dass wir da so ein bisschen rotieren können. Zwar nicht gleichwertig, aber gut, hoffen wir mal, dass das jetzt so funktioniert. Als Sturmtank müssen wir Aktogan reinnehmen und Anweisungen, Flankenhäufigkeit. Jo, das passt. Die Vorstöße nehme ich aber dann mal raus heute. Für bringt. Na gut, ganz raus nicht. Setzen wir mal hier hin. So, dann haben wir da auch noch ein bisschen für die Defensive, ne? Ein bisschen Platz für die Defensive. Ansonsten müssen wir Spielergespräche führen. Also loben dürfen wir. Trouet. Mensch, nach dieser Vorstellung, ne? Gegen Bremen jetzt so eine Leistung hier, eine 1,5, da fällt mir nichts zu ein. Man muss schon einfach auch Vertrauen in die Jungs setzen. Schön, dass er es so gut macht, ganz klar. Ansonsten können wir hier Neustädter motivieren wir einfach mal. Und vorne natürlich. Ups. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, weil wir mit ihm ja gar nicht jetzt geplant haben. Ach, naja, gut, hier Eis, ich wollte eigentlich Aktogan, dachte, wäre der einzige, der letzte Stürmer vorne. Na gut, ging jetzt ein bisschen zu schnell. Gut, Spiel konzentriert und geduldig, weil das ist meine Ansage jetzt. Einfach nicht groß rumflaxen, sondern wirklich an die Qualität der Jungs appellieren, dass wir das hier solide weiterführen. Und dann schauen wir mal in der zweiten Halbzeit, was drin ist. Wir haben ja noch ein paar Jungs auf der Bank. Wir können noch ein bisschen einwechseln.
Ein Seidel wäre ein Kandidat, ein Schal, ein Montero, ein Rossini, ein Kolb. Also es sind ein paar Jungs da, die wir auf jeden Fall noch reinholen können. Schauen wir mal. 47. Minute. Riedmüller ist auf dem Posten. Nächste Möglichkeit vielleicht. Gucken wir mal. Jetzt kommt Mainz auch ein bisschen zurück ins Spiel. Vorsicht, hochkarätige Chance. Dann ins Tor. Scheiße, oder? Oh, aber der Schiedsrichter hat die Aktion genau gesehen und gibt den Treffer zu Recht nicht. Na klasse, Anthony Uccia. Jungs, jetzt aber hier. Concentration vom Allerfeinsten. Wer ist das jetzt? Yunus Mali. Fordert gelbe Karte gegen Katsidis. Also die fordern nur gelbe Karten. Die kriegen keine aus dem Spiel heraus durch Foul, sondern die kriegen die Karten, weil sie sich unsportlich verhalten, weil sie für den Gegner eine Karte verlangen. Jetzt werden wir aber schwächer. Das heißt, wenn wir nochmal was machen wollen, sollten wir es jetzt tun. Neustädter kommt nicht so richtig von seiner Note runter. Also nehmen wir den Seidel rein. Der hat eine Topform, der Seidel, eine 12er Form. Also das kann nur gut laufen. Und Rossini, alternativ Schal, Neustädter, Montero, leider eine schlechte Form. Dafür ist der Trouet einfach zu gut heute, oder? Wäre das jetzt ein Problem? Ballas. Ich weiß es nicht. Also, ich würde ganz gerne jemanden da schonen. Und er ist nun mal derjenige mit der niedrigsten Frische, der Ballas. Wenn da ein frischer, zumindest ein frischer Montero reinkommt, könnte das doch laufen. Er war ja verletzt. Die schlechte Form rückt er jetzt oder ruht er jetzt nicht. Oder beruht ja nicht auf schlechte Leistung, sondern einfach, weil er verletzt war. Probieren wir es. Wir werden es sehen. Kacedis ist auch mit der gelben Karte. Da können wir gar nicht wechseln. Da sind wir komplett fixiert auf die Position. Da können wir gar nichts machen. Seidel geht rein. Genau. Für Neustädter eigentlich. Aber hier steht für Ballas. Es war halb so wild. Wir wissen ja, wo sie stehen. Sehen wir auch. Passt alles. Tippitoppi. 72. Minute. Wäre ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Ganz wichtige Punkte hier. Gerade gegen solche Mannschaften. Da können wir die drei Punkte holen. Das sind alles solche Begegnungen, die letztes Jahr noch unentschieden liefen. Schauen wir doch mal, ob wir da noch reinkommen. Freistoß, super. Ganz oben auf der Tribüne, alles klar, diesen Ball werden wir wohl nicht mehr sehen. Ja, den behalten sie, sehr schön. Dann rufe ich jetzt mal rein. Weiter so, Jungs, kommt schon. Statistik. Wir haben zu wenig Ballbesitz. Wir müssen mehr machen, das Spiel an uns reißen, irgendwie. Aber wir sind ja auch einmal weniger, ne? Das ist klar, da ergeben sich halt auch Räume für den Gegner. Und die Laufarbeit steigt natürlich dann immens, weil man eben ja für einen Mann mehr laufen muss. Das ist ganz klar. Ein Mann macht so beim Bundesliga-Durchschnitt vielleicht 9 Kilometer. Das müssen jetzt die anderen übernehmen. Muss sich aufgeteilt werden. Weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Der Hammer wäre es auf jeden Fall. Gerade mit der Führung durch Aktogan. Jetzt nochmal die Chance für uns. Etwas ungenaue Reingabe von Brinkmann. Aber Aktogan bekommt den Ball trotzdem noch irgendwie Richtung Tor. Aber Spieker hat keine Probleme und pariert sicher. Schade, wäre auch nochmal so geil, ne? So ein Sonntagsschuss da reinsetzen. 2-0 und dann verabschieden und ab nach Hause in den Bus und schnell abhauen aus Mainz. Das wäre der Knüller. Noch 10 Minuten, Leute. Ich würde ganz gerne noch was reinrufen hier. Super oder so. Ruhig bleiben. Konzentration zum Schluss vielleicht nochmal, oder? Ruhig bleiben, ich weiß nicht. Nochmal Konzentration, obwohl ich kurz vor der Tribüne stehe. Ich will jetzt einfach hier hochhalten jetzt. Ein abgewehrter Schuss von Mandis fällt genau auf die Stirn von Lovens. Der Stürmer köpft aber genau in die Arme von Riedmüller. Wieder so ein Gammelball. Sag ja, das ist zum Beispiel so ein Sonntagsschuss, der dann vielleicht manchmal reingeht. 2 Minuten. Knick, knack, Schlusspfiff. Fällt mir nichts zu ein, Leute. Herrlich, herrlich. Sehr, sehr geil, muss ich ganz klar sagen. Richtig geile Geschichte. Wir gehen ein Stückchen weiter. Trouet heute mit einer 1,0. Denn er wurde noch so ein bisschen kritisiert im letzten Spiel für seine Nachlässigkeit in der Defensive und heute dann eben mit so einem Spiel. Also, das ist verwunderlich. Aber ihr seht, das ist Fußball. Solche Geschichten schreibt eben auch nur der Fußball, ne? Da gibt es halt Höhen und Tiefen. Klar, junge Spieler haben noch nicht diese Balance in der Leistung, ne? Da sind immer noch mal Einbrüche da, aber in der Summe sehr, sehr geil. Jetzt haben wir schon 10 Punkte nach 7 Spielen. Das heißt schon, ist gut. 3 Niederlagen, 3 Siege, jetzt 2 Siege in Folge. Darauf können wir aufbauen. Mal gucken, wer als nächster Gegner auf uns wartet.
Was sag ich denn? Mir war klar, dass wir gut darauf sind und dass die Mannschaft ihr wahres Gesicht zeigen wird. Wir haben das Spiel sehr gut kontrolliert, wir waren aber nicht in der Pflicht, das Spiel zu machen. Mainz war in der Pflicht. Ich wäre auch mit einem Punkt zufrieden gewesen. Ganz klar, aber trotz einmal weniger noch so eine Leistung. Troué und Riedmüller, beide schaffen es in die Elf des Tages. Troué, Premiere, herrlich. So, dann müssen wir doch mal schauen, was sieht es denn aus? Oh, die zweite verliert aber leider. Ah, schade, schade. Dann gucken wir noch ein Stückchen weiter. Ich habe auch wieder die Jugendarbeit nochmal schnell aufgeräumt. Das war so im blauen Dunst, habe ich das gemacht. Wie gesagt, da mal ordentlich aussortiert, damit wir noch ein bisschen schönen Nachwuchs kriegen. Ja, schön. Ich meine natürlich guten Nachwuchs. So. Da wird ein bisschen renoviert. Verletzungen. Ja, Lee Spaden mussten wir uns jetzt geschlagen geben. Schade. Viel interessanter ist ja auch hier natürlich die Geschichte. Ganz heiß, ganz heiß. Super letztes Spiel, kann man nicht immer sagen. Und das tun wir dann auch. Und bei Riedmüller. Super letztes Spiel. So, Scoutbericht, wird es wieder fit? Herrlich, kann man gut gebrauchen jetzt in der kommenden Woche. Daly ist raus, Brinkmann kommt dafür, Wirt kommt dafür rein, der hat nur eine 8 momentan, schade. Den setzen wir aber trotzdem, er ist gesetzt, geht da nichts dran vorbei. Aktogan, können wir da auch mal loben? Jo, können wir eigentlich. Sehr gut trainiert. Hoffen wir mal, wer kommt denn jetzt? Leverkusen, ja, da würde ich dann ganz gerne doch die Variante mit 2 Sechser wählen, wenn ihr nichts dagegen habt. Weil sie einfach stark sind. Sie sind momentan auf Tabellenplatz 3. Allein die Stärke von Leverkusen sagt schon aus. 854. Da brauchen wir uns jetzt auch nicht eine hohe Niederlage einfahren lassen von denen. Also da können wir dann lieber schon schauen, dass wir solide. Troué auf einer 70 zurzeit. Alter Falter. Es ist nicht zu fasseln. Ansonsten gucken wir doch mal rein hier. Schmidt, da bin ich mal gespannt nach der Woche, ob er hier wirklich Fitness aufbaut in der ersten Mannschaft, wäre natürlich klasse. Also rein vom Talent her ist es ein großer, kann es ein großer werden, aber ihm fehlt halt einfach diese zentralen Bestandteile. Wenn er die nicht mehr nachziehen kann, dann müssen wir uns von ihm verabschieden. Wir gucken ganz kurz rein, in der Jugendmannschaft wollte ich ja ganz gerne einen noch Trainingsziele geben, und zwar hier Orhan Esmerkano, so heißt es zumindest in YouTube, geht mir ja schon mittlerweile tierisch auf den Senkel, er schreibt es in jeder Woche. Er möchte ganz gerne, dass ich ihm wichtige Fähigkeiten noch zuteile. Natürlich, Ausdauer hat er, das können wir sagen. Ordentlich Ausdauer, hier soll er mal trainieren. Die hat er ja bewiesen mit seinen tagtäglichen Statusmeldungen. Bitte mal reinnehmen. Ne, ihr habt es ja sicherlich auch gelesen. Sehr schön, alles klar. Also, haben wir das auch erledigt. Sehr schön, dann schauen wir doch mal in den nächsten Tagen, was hier noch zu uns kommt. Ich habe, wie gesagt, das sind ausgemistet. 2 stellende Talente rausgenommen und dann ist auch die Jugendmannschaft wieder aufgeräumt und dann können wir uns eigentlich freuen, wenn es Nachwuchs gibt. Da sollte dann auch von der Qualität her ein bisschen was kommen. Oh, Riedmüller, also dass wir auf ihn gebaut haben, das ist für mich auch wieder so eine Geschichte, die ist super sympathisch, ne? Einfach, dass wir ihn behalten und er ist jetzt der Stärkste in der Mannschaft und geht hier steil voraus, ne? Und so eine Entwicklung nochmal, dass er so eine Entwicklung nochmal nimmt, ne? Im hohen Fußballalter, so muss man sagen. Den haben wir ja früh geholt, ist jetzt schon so lange bei uns. Wenn wir mal reinschauen, hat er auch einen aktuellen Marktwert, 1,9 Millionen. Den haben wir ablösefrei von München geholt, hat hier 167 Spiele für Kiel gemacht und wenn mich nicht alles täuscht, könnte er dieses Jahr fast die 200 schaffen. Müssen wir mal gucken. Wird knapp, aber mit ein paar Pokalspielen noch könnte das hinhauen. Ansonsten richtig stark, ne? Der Hammer, wie er sich da entwickelt, der Abschlag, da können wir nochmal dran gehen, dass wir nochmal ein paar Sachen hier nachziehen, die er nicht hat. Mann gegen Mann zum Beispiel. Da entfernen wir einfach mal, was hat er denn am höchsten? Fangsicherheit. Dann nehmen wir dann einfach hier Mann gegen Mann, das nehmen wir noch mit hoch. Das ziehen wir noch nach auf eine 81. Der Rest auch alles hier auf eine 81. Herrlich. Herrlich. Ganz große Entwicklung nochmal genommen. Hätte keiner erwartet, bin ich immer der Meinung, oder? Dass nochmal so stark wird. Und er hat auch alles hingenommen, ne? Die Geschichte mit Trapp. Ohne zu murren, ohne sich zu beschweren, hat er ganz gemütlich hingenommen. Also, das ist ein Vorzeigeprofi, wie es sonst wahrscheinlich in unserem Kader ganz wenige gibt, die so solide da ihre Kreise ziehen, ne? Herrlich, gefällt mir sehr gut. Ansonsten müssen wir ein bisschen schauen, lief ja ganz super, aber
ja gerne auf die Sechser-Variante wechseln mit Neustädter und Seidel. Habe ich angekündigt. Einfach zu schauen, auch vergleichsweise, ne, ändert sich groß was oder wir sind natürlich da nicht schlagfertig genug. Das wird uns fehlen, ne, ganz klar. Da gehen wir kurz in die Taktik rein. Sturmtank ist dann Aktogan. Momentan einfach außer, steht außer Frage, Aktogan, dass er in der Startelf steht mit seinen Leistungen. Ganz klar, das passt. Hier nehmen wir auch die Vorstöße mal raus bei Seidel. Steilgehen auch, Distanzschüsse auch. Also das brauchen wir alles nicht. Und da gucken wir lieber, dass wir die Laufwege ein bisschen anpassen bei den Jungs. Seidel macht das hier, Neustädter macht das hier. Und dann passiert auch fast gar nichts. Kacetis braucht nicht zurückgehen, der soll lieber mit Aktogan zusammenspielen vorne. Das läuft. Bin ich mal zufrieden. Also unser Mittelfeld sollte eigentlich zu sein. Da sollten wir echt wieder Doppel-6, ne? Da sollten wir echt richtig stabil stehen. Also abschießen dürften sie uns heute nicht, oder? Also so viel Qualität haben wir da auch auf dem Platz jetzt, dass wir da zumindest das Mittelfeld so dicht machen können. Frage ist halt nur, ne, wie viel kann ein Aktogan noch da reinwerfen in diese Partie, ne? Wie viel Torgefahr kann er ausstrahlen, wenn er alleine vorne ist? So, unsere B-Junioren haben, glaube ich, gewonnen, ne? Ja, mit 5:1 gegen FC Ingolstadt. Da sind wir einfach unantastbar, glaube ich, im Jugendbereich zurzeit. Da geht alles steil. Oh, es ist Oktober. Ich sehe gerade, wir haben sogar Pause. In 19 Tagen fertig. Dann können wir hier reparieren. Wir haben nicht mal ein Spiel. Da könnte man, theoretisch könnte man jetzt da was reinwerfen. Termintechnisch. Spielerfeier. Teamgeist. Wir gehen einfach mal essen mit den Jungs. Und dann machen wir hier. Mannschaft. Ein Freundschaftsspiel, ein fixes. Ist nichts da, ne? Ne, lassen wir. Komm, wir können sich mal erholen. Ist auch nicht schlecht. Wir hatten ja jetzt gerade englische Wochen. Das ist auch mal nicht verkehrt. Gehört auch zum Profigeschäft. Einfach mal die Jungs sich erholen lassen. Und dann dürfte ja auch bald schon das Stadion fertig sein. Jugendspieler entdeckt. So. Na, da haben wir doch einen. Ihr Talentsucher, der 15-jährige Maximilian Flammersberger. Ho! Und hier freue ich mich drüber. Und würde ich auch ganz gerne sofort annehmen. Und er hat auch schon den Namen reserviert. Der Flammersberger. Scoutbericht. Das läuft. Also wenn er dann da ist, würde ich ihm ganz gerne auch einen fixen Namen geben. Wollte mich nochmal tierisch bedanken. Ich freue mich tierisch, dass das so funktioniert hat. Beziehungsweise, dass jetzt so ein Spieler kommt. Ich wollte eigentlich einen Namen verteilen, dann einfach so in der Jugend. Aber da war mir kein Talent hoch genug. Deswegen mache ich das jetzt in dieser Variante. Oh, da wurde ein bisschen nachgeschoben. Colombini-Aktion, da können wir gleich nach Hause schicken. Ist zu schwach. Ansonsten passt das. So, B-Jugend. Wo haben wir ihn denn? Da ist er. 3,5. Oh, der Hammer. Der Hammer. Wo steht er denn? Da ist er. So. Baut das Spiel auf und nervenstark. Der Gute, er heißt... Moment, ich muss das gerade eingeladen. Gute Christian... Und zwar Kulka. Nochmal vielen Dank für den wahnsinnigen Community-Support über meine Seite. Muss ich mich tierisch bedanken für das Livestream-Startup. Er weiß sicherlich, worum es sich dreht. Und wie gesagt, ich kann mich dann nur bedanken. Vielen Dank an der Stelle, lieber Christian. Und denk mal, so viel muss sein, dass wir dann auf jeden Fall jemanden reinnehmen. Wir gucken aber mal, dass wir ihn wirklich auf eine Sechser-Position stellen für das Talent. 15 Jahre alt, boah, der hat schon 58 bei Freistöße. Er bringt schon alles mit, ne, was man braucht für einen Sechser, oder? Er wird ein Sechser, muss aufgestellt werden, Sonderbetreuung, Privatlehrer anstellen. Wen haben wir dann als Sechser? Wen könnten wir dann, Moment, da müssen wir erst Trainingsziele festlegen. Vorher ist das schwer, also, gucken wir doch ein bisschen rein hier. Defensives Mittelfeld, nur wichtige Grätsche und Zweikampf und Robustheit. Das nehmen wir alles mal mit hier. Oh, Zweikampf ist schon recht hoch. Ausdauer auch schon. Also, kurzer Pass mal auf 68 bringen, genauso den langen Pass. Und Zweikampf ebenfalls, eine 68 stabil. Dann läuft das. Grätsche, ja, erstmal, dass er die 66 erreicht. Robustheit, das wird er am meisten natürlich brauchen, ne? Ganz klar. Könnte man vielleicht überlegen, ne, bei Freistöße auch nochmal ein bisschen Gas zu geben. 7 von 10 gescoutet. Er hat jetzt schon Führungsqualität 2 von 10. Würde ich ja ganz gerne sofort zum Kapitän machen.
Und jetzt können wir auch einen Mentor einsetzen. Das wäre dann Ballas, ist ja sehr gut. Oder Seidel, Troué, Wahl, Vinzen. Defensives Mittelfeld, dann eben Seidel, ne? Das passt. Sehr schön. Freue ich mich tierisch drüber. Und dann Assistent Kulka steht schon im Sechser. Wir sehen uns, Leute. Nächste Folge geht's weiter. Macht's gut. Ciao, ciao.